Dies ist ein Video. Man guckt es mit den Augen und hört es mit den Ohren. Wir empfehlen beim Gucken dieses Videos zu sitzen. Sie können aber auch stehen oder liegen. Um das Video zu unterbrechen, drücken Sie die Pause-Taste. Um das Video fortzusetzen, die Start-Taste. Mein Name ist Melek Balgün, ich bin eine Moderatorin. Und das, was Sie jetzt sehen, heißt Art of Gaming. Wäre es nicht schlimm, wenn jedes Video so anfangen würde? Erstmal wirklich alles erklären, damit jeder weiß, wie man ein Video guckt. So geht es vielen Gamern. Sie wissen eigentlich, was zu tun ist, müssen sich aber durch lange Tutorials klicken. Tutorials helfen uns, ein Spiel und seine Steuerung besser zu verstehen. Sie ermöglichen leichte Zugänglichkeit und schnellen Spielspaß. Oder sind sie manchmal auch einfach nur lästig, kompliziert und eigentlich nur was für Anfänger? Bei mir ist Jörg Friedrich. Du bist ein Berliner Game Designer und wir gucken uns jetzt ein paar Spiele an. Wir beginnen mit Spelunky. Worum geht's in Spelunky und wie führt uns das Spiel in die Steuerung ein? Spelunky spielt man einen Schatzsucher und man erforscht immer wieder andere Höhlen, Labyrinthe, die zufällig vom Spiel generiert werden, um den Schatz zu suchen im Prinzip. Okay, und wir haben hier das Tutorial mehr oder weniger an der Wand tatsächlich. Genau, das ist eine interessante Technik. Sie haben ja einfach das Tutorial als Wandgemälde. Das ist eine schöne Sache, weil dann kann ich mir das in meinem Tempo angucken. Wie viel Bedeutung misst man als Spieleentwickler dem Design des Tutorials zu? Oh, das ist schwierig. Das Tutorial ist so ein bisschen das ungeliebte Kind. Aber man macht es nicht gerne, weil viele Designer das Gefühl haben, dass ja da nicht die Kreativität gefordert ist, sondern man einfach nur ja, eine spielbare Spielanleitung herstellen muss. Auf der anderen Seite ist ein gutes Tutorial enorm wichtig, denn es gibt nichts Frustrierenderes, als dass Leute dein Spiel nicht richtig spielen können, weil sie es nicht verstehen. Das Tutorial entwickelt man in der Regel sehr spät. Einfach aus dem Grund, dass man, Tutorials sind erstmal sehr aufwendig. Tutorials sind in der Regel hier jetzt nicht so, behaupte ich jetzt einfach mal, wenn man einfach nur die Funktionen an die Wand malt. Aber selbst hier ist eine Menge Designarbeit da reingeflossen, wie baue ich das auf, in welcher Reihenfolge komme ich, an welche Challenge, was kann ich wo machen. Und das ist eben eine Menge Arbeit. Sind Tutorials vielleicht auch so eine Art Misstrauen gegenüber dem Spieler seitens der Entwickler? Ich höre das ganz oft, ne? Also auch von jüngeren Designern, die sagen so, das muss man doch nicht mehr erklären, das wissen doch alle und das ist doch kein Problem. Und in der Regel ist genau das Gegenteil der Fall. Also wenn du die Leute dann da hast, und das ist immer so ein Walk of Shame auch, ne? Also so, dass man sich die Leute einlädt und dann guckt und die mal die komplexen Features spielen lässt und dann sieht, kein Mensch kapiert es. Ne? Also in der Regel ist es leider überhaupt nicht so intuitiv, wie es im Kopf des Designers ist, weil es einfach nicht so etabliert ist auch. Warcraft 3. Das war so eins der ersten Spiele, die ich damals im Multiplayer gespielt habe, auf meiner ersten LAN-Party. Ja, für mich war das Warcraft 2 ganz viel noch, die 2D-Version. Warcraft 3 war mit das erste, für das ich so richtig viel Levels gebaut habe. Blizzard macht das natürlich ganz toll. Ne? Die machen das über die Kampagne. Ich finde, Blizzard ist es sehr gut gelungen, das Freischalten der Einheiten, was anderes ist es ja eigentlich nicht, in die Handlung einzubetten. Gibt es unterschiedliche Arten von Tutorials? Unbedingt, klar. Es macht einen Unterschied schon, wen stelle ich denn da, wen spiele ich denn? Wenn ich eine einzelne Figur spiele, dann kann ich ein Tutorial machen aus der Sicht dieser Figur, aus der Sicht von einem bestimmten Charakter. Und das erlaubt mir, viel persönlicher zu sein. Während wenn ich ein Strategiespiel habe und ich spiele eine ganze Nation, ist das Tutorial auch entsprechend anders. Ne? Und es ist aus einer ganz anderen Zoom-Stufe heraus. Tutorials, die man selbst spielen kann, gibt es nur bei Games. Ich habe mit dem Kulturvermittler Tobias Nettke gesprochen und wollte wissen, ob Tutorials in Games wirklich so einzigartig in der Kunst- und Kulturwelt sind. Sind Games einzigartig darin, durch Tutorials die Spieler an ihre Inhalte, an die künstlerischen Inhalte heranzuführen? Aus meiner Sicht sind die Spiele und ihre Tutorials in der Hinsicht nicht einzigartig. Bei anderen kulturellen Angeboten habe ich eine Form von Bedienungsanleitung, also Hilfestellung, die den Kontext
des angebotenen Kunstwerks und Kulturguts erläutern. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Das sind die einen, die eher vielleicht Personen bevorzugen und mit Menschen sprechen. Die gehen vielleicht an Infodesk während einer Ausstellung, während andere gegebenenfalls zum Handy greifen, da nach Informationen suchen. Und insofern auch das wieder ganz stark von den Nutzerinnen und Nutzern abhängig. Aber Infotexte werden ja selten mit ins Kunstwerk eingebaut. Das ist richtig. Aber die Kunstwerke, die stehen nicht für sich alleine. In der Regel schaue ich mir ein Kunstwerk ja im Kontext von anderen Kunstwerken an. Das heißt, die Frage des Kuratierens, mit welchem Kunstwerk steht das in Relation, in welchem gemeinsamen Raum befindet es sich, all diese Elemente, der ganze Kontext, bestimmen eben mit, inwiefern das Kunstwerk später interpretiert und verstanden wird. Wie helfen Sie einem, das vom Künstlergemeinden besser zu verstehen? Also Tutorials helfen grundsätzlich, das ist ja ihre Grundfunktion, das vom Künstlergemeinde besser zu verstehen. Und hier ist es jetzt wichtig, wie das Tutorial entwickelt wird. Also sprich, sich in verschiedene Rollen hineinzuversetzen von Seite der Entwickler dieser Tutorials, von Menschen, die schon viel Vorwissen mitbringen, zu Menschen, die weniger Vorwissen mitbringen, die ein großes Interesse mitbringen und motiviert sind, zu denen, die quasi in kleinen Schritten herangeleitet werden müssen, herangeführt werden müssen, und dass diese unterschiedlichen Perspektiven sich auch in so einem Tutorial abbilden. In Computerspielen gibt es aber auch noch etwas anderes als abgegrenzte Tutorialräume oder vorgelagerte Level. Manchmal kommt einem ein Tutorial gar nicht wie eins vor, weil es nahtlos in die Spielhandlung eingebunden ist. Das ist natürlich die höchste Kunst und gelingt eher selten, beispielsweise in Fallout 3. Fallout 3 spielt in einem Amerika, das von Atomkrieg verwüstet wurde und in der die letzten Überlebenden seit 70 Jahren in Bunkern leben und gar nichts anderes mehr kennen, also schon Generationen, die im Bunker aufgewachsen sind. Und man spielt einen Jungen oder ein Mädchen, bleibt einem überlassen, die oder der ihren Vater sucht. Also das Nervige an Tutorials und der Grund, warum Menschen Tutorials oft nicht mögen, ist ja der, dass das Spiel mich meistens künstlich einschränkt. Und das muss es ja machen, weil wenn es dir eben gleich alle Möglichkeiten zur Verfügung stellt, dann lernst du nichts, ne? Dann ist es eben sehr schwer, was zu lernen. Also machst du eins nach dem anderen. Du bist genauso gehandicapt wie ein Baby oder ein Kleinkind. Du kannst nur bestimmte Dinge machen. Und gleichzeitig ist es irgendwie auch eine nette Art, die Welt zu erkennen, ne? Und ich finde auch eine schöne Art, überhaupt mit einer Spielwelt zu interagieren, mal aus Sicht von so einem kleinen Kind irgendwie so einen Bunker zu erkunden, ist eine witzige Sache. Ist es essentiell, dass in einem Tutorial wirklich alles vorkommt, was im Spiel selber vorkommt? Dass man jede Funktion kennenlernt? Nee. Wenn mein Spiel sehr lang ist und sehr komplex, dann kann ich mich nicht darauf verlassen, dass ich am Anfang so einen Infodump auf den Spieler ablade und sage, hier, so, ne, so geht das Spiel. Lern das jetzt gefälligst, erinnere dich daran für die nächsten 150 Stunden und davon ausgehen, dass er das tut, sondern ich muss halt alles in kleine Häppchen verpacken und eher im Laufe des Spiels immer wieder mal was Neues einführen und daran erinnern, so, hey, das gibt's übrigens auch noch, oder vielleicht hast du vergessen, dass man auch das machen kann. Man kann Dinge weglassen und man lässt in der Regel auch Dinge weg. Also gerade der Funktionsumfang von modernen Spielen ist ja so enorm, dass man gar nicht alles erklären kann, oder man hätte eben ein stundenlanges Tutorial, das will ja auch keiner. Deswegen, man muss nicht alles erklären, es ist auch okay, Dinge entweder später zu erklären oder auch manchmal gar nicht zu erklären. Far Cry Blood Dragon. Nie gespielt. Nee? Worum geht's da? Far Cry Blood Dragon ist so eine Art, ist eigentlich sowas wie ein Mod, aber gemacht direkt von den Entwicklern. Und zwar nachdem das war Ubisoft Montreal, glaube ich, nachdem die Far Cry 3 fertiggestellt hatten die nicht direkt ein Folgeprojekt. Und durften so ein bisschen auch so zur Belohnung, weil Far Cry 3 so gut lief, ein bisschen machen, worauf sie Bock hatten. Und sie hatten Bock, eigentlich ihr eigenes Spiel so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und haben dann so eine total over-the-top 80er-Jahre Laser und Drachen, die Laser aus den Augen schießen, mit einem völlig überzogenen Actionheld-Version von Far Cry gemacht. Die Verknüpfung, die sie hier machen, mit dem erstmal so, sie betten das Tutorial auch in die Handlung ein, und das ist sozusagen, ich aktiviere jetzt das Tutorial-Modul. Ich bin ja ein Cyborg, natürlich. Press A to demonstrate your ability to read. Yes, exactly. Okay. Das ist mal die erste ironische Tafel. Oh, for fuck's sake. Ja, es spielt natürlich mit der Reaktion vom Spieler auch. Ne? Das ist so eine klassische Reaktion, die ich dann habe, so, oh nee, kein Tutorial, bitte.
Pressing A enables you to move in a Z-axis arc without touching the ground in between. What? Ja, also ich finde das schon spannend hier, dass sie halt, also so, sie machen sich total lustig drüber, aber sie ziehen schon das komplette Tutorial auch durch, ne? Das ist nicht so, dass sie jetzt was weglassen, sondern ja, sie bringen dir trotz allem sicherheitshalber mal alles bei. Ja. Climb to get higher. Seriously? Seriously. Ja, es ist schon so, ne? Das ist schon so breaking the fourth wall so. Also so, er sagt immer wieder genau die Sachen, die man selber ja sagen würde, ne? Ja. Aber nichtsdestotrotz, sie erklären dir trotzdem alles. Ja. Ne? Also die Hand loslassen wollen sie trotzdem nicht. Nicht ohne Stützräder. Oh. Mhm. Oh. Es ist natürlich so selbstironisch, aber es ist auch schon ganz schön schrecklich. Ja, annoying. Press A to make these patronizing screens go away. Yes. Tutorial kommt vom lateinischen tueri, was bewahren oder pflegen heißt. Tutorials bewahren einerseits die Spieler davor, nicht ganz unvorbereitet ein Spiel zu stürzen, andererseits bewahren sie aber auch den Game Designer davor, dass man sein Spiel nicht versteht. Ich finde Tutorials am besten, wenn man sie nicht bemerkt, wenn sie Teil des Games sind und wie wir in Far Cry Blood Dragon gesehen haben, zum Glück sind Tutorials auch irgendwann einfach vorbei. I fucking hate tutorials, and this one is terrible.